Everything that you were looking for. I don't wanna forget the present is a gift. And I don't wanna take for granted the time you may have here with me. Cause Lord only knows another day is not really guaranteed. Moody is back on track. Moody is back on track. Back on track, we're back on track. Also, Moody testet heute den hottesten Shit ever. Und zwar habe ich Miss Jaclyn Hill's Glowy... Scheiße, wie heißt das Video? One moment. My Radiant Glow Foundation Routine. Und ich dachte mir so... Girl, that shit is hella expensive. Ich musste mir ein paar Sachen kaufen, weil ich tatsächlich nicht alles da hatte, was sie in dem Video benutzt hat. Aber es ist jetzt endlich alles angekommen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Denn als ich das mir angeguckt habe, das ist ganz schön viel, viel Produkt. Und ich finde, ich meine, auch wenn ich meinen Mann frage, ich glaube, die hat über ihren Videos so einen Filter, was ihr Gesicht so... Ja, weich, so ein Weichzeichner. Ja, ich finde schon, dass das alles sehr ausgeblurrt ist. Also entweder hat sie die Schärfe ihrer Kamera runtergeregelt oder sie hat so ein Weichzeichner, weil es sieht immer sehr, sehr flawless aus. Und ich habe letztens ein Foto von ihr gesehen, was eine Zuschauerin mit ihr zusammen gemacht hat. Und da war das alles halt nicht mehr so smooth, was auch nicht... Mir ist es scheißegal, wenn sie es cool findet, voll gut. Ich wollte halt einfach nur diese Foundation-Routine testen, weil das sehr, sehr viel Produkt war, was sie aufgetragen hat. Und das Endergebnis sieht aber halt voll gut aus. Und ich bin sehr gespannt, wie die Produkte sich so bei mir machen. In dem Video trägt sie einen Primer auf, aber sie sagt nicht, welchen sie benutzt. Was ich nur so kurz mitbekommen habe, ist, dass sie etwas pumpt. Also sie drückt nichts aus einer Tube, sondern es muss eine Flasche sein, was sie immer benutzt und noch in vielen Favoritenvideos gezeigt hat. Sie schwört ihr auf diesen Sisley Primer, diesen Double Tenseur Primer, der kostet ja 200 Euro oder ein bisschen mehr. Den hatte ich schon da und den werde ich jetzt auftragen. Der schaut so aus, also fast wie ein Serum, sehr flüssig, wie man sehen kann und ist sehr stark parfümiert, aber es ist so eine Mischung aus Parfum und Kräutern. Könnte wirklich so ein Kräuterserum sein. Fühlt sich auf jeden Fall mega gut auf der Haut an. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe den auch schon ein paar Mal benutzt, aber irgendwie hat der so krasse Sachen gemacht, dass ich sage, boah krass, 200 Euro locker, ich hole mir den wieder. Ich würde für mich dann, weiß nicht, ich bin mit meinem Marc Jacobs Primer zum Beispiel voll zufrieden. Der wird sehr klebrig. Die erste Foundation, die sie aufgetragen hat, ist die Hourglass Vanish Stick Foundation. Und zwar hat sie zwei Farben benutzt. Ich weiß nicht welche. Ich habe jetzt natürlich welche genommen, die zu mir passen. Die, die ich da hatte, ist die Farbe Shell. Sie sagt, es ist einer ihrer liebsten Foundations. Kann ich nur zustimmen. Einer meiner allerliebsten Foundations. Und sie hat dann noch eine helle Farbe gemischt. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir noch eine helle Farbe gekauft. Und zwar Porzellan. Ja, also sie hat... Hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Mit der dunkleren Farbe hatte sie hier so einen Strich. Hier, hier. Also sie sagt im Video aber auch, dass sie für Full Coverage geht, ja. Also machen wir das auch. Sie benutzt dann die Dior Forever Foundation. Die hatte ich auch in meinem Jahresfavoritenvideo gezeigt. Auch die benutze ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich nehme die Farbe 20, die ich schon da hatte. Aber ich habe noch eine Farbe gekauft und zwar die Farbe 10. Weil diese 20 ist irgendwie, obwohl es neutral beschrieben wird, komisch pink auf meiner Haut. Was sie dann macht, ist, sie hat diesen Beauty Sponge von Morphe. Allerdings hat sie anscheinend schon den neuen. Ich habe noch den alten, den hatte ich auch wegen ihr gekauft, weil sie so drauf geschwört hat. Ich persönlich finde ihn nicht so gut, also niemals wie so ein Beauty Blender und ich finde, der schluckt auch sehr, sehr viel Produkt und noch dazu ist euer Waschbecken knallrot. Also ich würde persönlich immer zum Beauty Blender greifen, wobei der nicht schlecht ist. Sie geht dann in das Produkt rein, dann nimmt sie, bevor sie das aufträgt, das Tatcha Luminous Dewy Skin Mist und wir wissen, wie arschteuer das ist. Und dann sprüht sie richtig so ein paar Pumpstöße auf das Ding und dann fängt sie an, das Ganze in die Haut einzuarbeiten. Ja gut, ist natürlich ein krasses, ist halt doll, ne? Aber wenn man es mag, also ich mache das auch nicht, um
sie schlecht zu reden. Ich fand es nur super interessant und wollte es halt einfach testen, weil die Hourglass Foundation hat schon eine krasse Deckkraft und die Dior Foundation ebenfalls. Also wenn ich die Hourglass Foundation trage, dann ist das schon so, das sind so krasse Make-up-Tage. Ja, jedes Mal, wenn sie dann in die neue Area geht, wird dann das neu angesprüht. Dieser Schwamm schluckt so viel. Ich hatte jetzt 4 Pump Foundation auf meinem Handrücken und ich bin noch nicht mal bei meiner Stirn. Das habe ich mit dem Beauty Blender halt nicht so krass. Wie sieht es in der Kamera aus? Flawless. Also, so kann ich wirklich nichts sagen. Es ist mega flawless. Aber bis dahin haben wir schon eine ganze Menge Geld ausgegeben. Als nächstes trägt sie sich den Tarte Shape Tape Concealer auf. Auch da nimmt sie 2 Farben. Ich nehme jetzt Fair und Light. Light gebe ich mir, ich habe gerade mal geguckt, welche Farbe ich nehme. Deswegen habe ich hier schon einen Punkt. So. Also sie trägt das ja wirklich sehr großflächig auch auf. Was ich bei dem Tarte Shape Tape halt schon voll krass finde, weil der ist so doll. So, dann geht sie ja noch mit einem helleren drüber. Dann macht sie wieder das Gleiche. Und dann arbeitet sie das ein. Ich frage mich manchmal, wo arbeitet man so viel Produkt hin? So, dann nimmt sie die hellere Farbe und gibt das so auf ihren Kinn, hier um die Nase, also Rücken, und dann gibt sie richtig viel auf die Stirn. Ich habe das Gefühl, ich brauche mit diesem Schwamm richtig viel Armkraft, um das einzuarbeiten. Dann fängt sie an, ihr Gesicht zu pudern. Auch das musste ich mir bestellen. Das ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder. Dieses Puder hat ja allgemein, also sehr, sehr viele schwärmen ja davon. Was sie macht ist, sie geht mit dem Schwamm in das Puder rein. So. Und dann fängt sie an, das so in die Haut einzuarbeiten. Aber sie sprüht ihren Schwamm halt nicht mehr an, ne? Das ist jetzt nur noch feucht. Um unter ihrem Auge zu setten, da nimmt sie die Kat Von D Shaddened Light Eye Palette. Nicht die Eye Palette, die Konturpalette. Und da geht sie in den ersten Ton rein, auch mit dem Schwamm. Und dann fängt sie an, das unter ihrem Auge zu setten. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Abpudern. Sie nimmt dann das dritte Puder, das ist von Lancôme. Ich habe sehr, sehr lange gesucht und auch versucht, aus Amerika zu bestellen, aber das Puder, was sie benutzt, gibt es zurzeit nur auf dem amerikanischen Markt. Jolina war in London, da hatte ich ihr geschrieben, sie soll bitte gucken. Sie hat überall geschaut und selbst die Verkäuferinnen wussten gar nicht, was für ein Puder das ist. Und auf den amerikanischen Seiten, da gab, ich weiß nicht, ob es die Ulta Beauty Seite war, ich weiß es gar nicht mehr, aber selbst da war es out of stock, bestimmt wegen ihr. Also das ist ein Gesichtspuder, was aber so leicht Schimmer drin hat. Es hat mich sehr an das La Mer Puder erinnert, weil das hat auch so einen leichten Schimmer. Und was sie dann macht, ist, sie geht mit ihrem Schwamm wieder rein und dann geht sie wieder so drüber. Das ist halt auch das, was ich sage, so ein Puder. Halt gerade auch das von La Mer verleiht dem Gesicht halt nochmal so ein bisschen Leben, weil das eben nicht so ganz matt ist. Da ist so leicht schimmert und man kann es nur in bestimmten Licht sehen, wenn man die Hand so bewegt. Und das gleiche passiert halt auch auf der Haut. Deswegen liebe ich dieses Puder und das Lancôme wird höchstwahrscheinlich dasselbe sein. Jetzt sind wir fertig mit dem Puder. Was sie dann macht, ist Bronze auftragen. Das werde ich auch. Sie nimmt von MAC den Give Me Sun. Das ist ja eigentlich ein Puder. Das werde ich nicht machen. Ich nehme einfach meinen Bronzer. Das ist der von Marc Jacobs. Das ist schon viel Puder, finde ich. Aber das Finish ist, selbst mein Mann sagt, das ist krass flawless. Mein Bronzer geht gerade einfach so wie Butter drüber. So, ich brauche gar keinen Druck. Bronzer sitzt. Ich habe mir gerade nur schnell noch die Augenbrauen versucht ein bisschen zu verdunkeln, weil da ist so viel Produkt drauf gewesen, dass die fast grau waren. Dann trage ich einen Blush auf. Und zwar ist es der Blush Volupté in der Nummer 2. Sie nimmt was aus einer... Den Blush, den sie aufträgt, den nennt sie gar nicht. Deswegen nehme ich jetzt den, den ich schön finde. Ich muss sagen, die Produkte lassen sich natürlich krass einfach auftragen, ne? Und den Highlighter, den ich auftrage, ist der Fenty Beauty. Sie nimmt einen aus einer NARS Palette. Was sie ja noch, also was sie macht, sie trägt ihren Highlighter mit dem Schwamm auf. Is Mommy looking snatched? Yeah. Um ihr Gesicht zu setten, benutzt sie ein anderes Gesichtsspray. Und zwar ist es das Lila B A Glow Face Mist. Das musste ich mir auch bestellen. Sie sagt ja, dass sie das halt liebt, wenn ihr Gesicht so richtig shiny ist und richtig rauskommt. So sieht die Flasche aus. Finde ich super interessant.
Gefällt mir gut, aber ist auch nicht sehr viel drin, ne? Also wenn ich mir überlege, der Scheiß war echt teuer. Hier sind 30 Milliliter drin und wenn ich zum Beispiel an meinen Mario Badescu denke oder an meinen McFix Plus, im McFix Plus sind 100 Milliliter und hier sind 236 Milliliter. Hm. Hab ich Pech oder was ist hier jetzt wieder los? Mm, das riecht aber sehr, sehr gut. Boah, das riecht so kräuterig. Mein Make-up geht hier ab. Ah, durch diese Tropfen. Ich würde sagen, ich hole euch mal nah ran, damit ihr mal erkennen könnt, wie das Ganze auf der Haut sitzt. So sitzt das Ganze auf meiner Haut. Es ist schon sehr, sehr flawless. Was mir nur auffällt, wenn ich so in der bestimmten Richtung zum Licht sitze, sehe ich natürlich hier so meine Hautstruktur, würde ich sagen. Aber sie sagt ja auch, dass sie Botox benutzt. Also sie hat halt auch Unterspritzungen in der Haut. Deswegen ist ihr Gesicht halt super glatt. Für jemanden, der das halt nicht hat, wie ich, dann sieht man natürlich wirklich, finde ich, Hautstrukturen noch extremer. Entscheidet ihr. Ich packe euch auf jeden Fall eine Umfrage rein. Findet ihr das geil? Obergeil oder geht so. Das Ergebnis ist, wenn ich so in den Spiegel gucke, wirklich wie geleckt, kann ich anders nicht sagen. Das Tragegefühl auf der Haut ist tatsächlich mal gar nicht so schlimm. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also es entspricht definitiv meinem Geschmack. Ich würde das tragen. Oh, schrecklich, wenn man das sagt, ne? Also ich trage ja auch die meiste Zeit gar nichts. Manchmal trage ich nur leichte Sachen und manchmal Mutti ist ready. Ja. Wichtig wäre natürlich auch zu wissen, wie lange hält das Ganze. Ich werde das jetzt auf jeden Fall eine ganze Zeit tragen und schreibe euch ein Update in die Infobox. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Hier findet ihr zwei weitere Videos. Hier könnt ihr abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.